ich jetzt für jede Aufgabe 10 Minuten brauche. Bonusaufgabe 2. Packe die Auflieger an der Ausfahrt, sodass sie die damit beauftragten Fahrer schnell wegbringen. Dann können wir trailen. Und 2 rückwärts. 3 rückwärts. Und einer vor. Alter. Jo, und schon fast den ersten gerammt. Alter. Nur schon um den hier links wegzubringen, muss ich den anderen hier eigentlich wegfahren. Junge. Was sind das für Aufgaben? Da brauche ich ja für alle 10 Minuten. Also soweit habe ich das Spiel übrigens noch nie gespielt. Weil damals, als ich es gekauft habe, hatte ich kein Lenkrad. Und da hat es natürlich auch nicht so viel Fun gemacht, mit Maus und Tastatur das Ganze zu steuern. Ist zwar wirklich fast ein Ausdauertraining, könnte man sagen, was ich jedes so leiste. Aber ja, auf jeden Fall ist es natürlich cool mit einem Lenkrad. Das können wahrscheinlich viele bestätigen. Aber das wird nichts. Ich brauche da für jede Aufgabe mindestens 10 Minuten. Und vor allem einfach eine bessere Perspektive. In der Innenansicht werde ich das kaum schaffen. Das müssen wir gar nicht erst versuchen. Also geht's einigermaßen. Auch wenn man jetzt nicht so viel Ansicht hat nach hinten. Okay, da steht noch ein LKW zum Beispiel, den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Dann schaue ich ganz kurz, wie, wo, was. Andere Engor parkieren oder die anderen einfach da. Okay, einfach rückwärts hinein. Kann ich bis zum Ende rückwärts fahren? Second, so, dann sehe ich wenigstens den Spiegel. Sehe ich wenigstens, ob ich ein bisschen gut drin bin oder nicht. Ich nehme jetzt einfach mal den ganz rechten Parkplatz. Sieht doch gut aus. Langsam, langsam. Langsam, aber doch. Okay. One hätten wir. Alter. Es geht mindestens 10 Minuten für alles. Für jede Aufgabe mindestens 10 Minuten. Jetzt müsste ich eigentlich den Tankauflieger hier nehmen. Dafür muss ich umdrehen. Hier dazwischen. Tankauflieger dann am nächsten dran ist. Da muss ich einen großen Schwenk machen.
dass ich den hier um die Kisten rumbekomme. So könnte man eigentlich den Tank auch hier gar nicht parken. Wenn man es jetzt realistisch sehen würde. Hat es dagegen? Shit. Okay, das war knapp. Ich bin schon reingefahren. Oh, das war knapp. So. Kurz mal eine Übersicht verschaffen, wie es hier vorne aussieht. Einfach drehen und dort hinten einparken, würde ich sagen. Daher nehmen wir jetzt hier den Curb nochmal etwas mit. Und versuchen dann hier zu drehen. Zum Glück hat der Tank auch hier nicht so einen großen Überhang. Sonst hätte ich das Gebäude kaschiert. Sehr wahrscheinlich. Gold kann man eh wieder vergessen, da müssen wir gar nicht erst drauf pichen. Stopp. Parkbremse. Abkoppeln und go. 2 von 4 geschafft. Und jetzt heißt es nochmal 2-mal rückwärts fahren. Alter. Vor allem der Holzauflieger dort, das wird lustig. Ob ich den wirklich hier rausbekomme? I don't know. Okay. Erstmal einfach rückwärts fahren. Um ein bisschen Platz zu schaffen. So geht es sowieso nicht, ich weiß. Da hinten sind die Kisten, die im Weg stehen. Aber dann kann ich mich nach vorne schlängeln. Um den Auflieger mehr in die andere Richtung zu bekommen. Und jetzt rückwärts. Der hat natürlich einen langen Radstand, also die Räder sind recht weit hinten. Das Ganze nicht wirklich einfacher gestaltet, wenn man mich so fragt. Bin zu nah an der Wand, ne? Oder? Ja. So nahe an der Wand. Ich darf bloß nicht übermütig werden. Auch hier schon wieder 8 Minuten. Wie gesagt, wahrscheinlich für jede Aufgabe brauche ich hier 10 Minuten. Was echt hart ist. Sieht aber bis jetzt gut aus, außer dass wir jetzt wieder zu weit nach links sind. Wieder nach vorne setzen, damit ich den Auflieger wieder weiter in die andere Richtung bekomme. Ich dachte eigentlich, ich würde heute fertig werden mit dem Spiel, aber das sieht dann wohl nicht so aus. Hier für jede Aufgabe, die ich 10 Minuten brauche. Den diesen LKW, den habe ich schon wieder vergessen. Den ich ja herumfahren muss. Jetzt kann ich eindrehen. Sieht gut aus.
Muss ich denn umdrehen? Frage ich mich gerade. Oder geht das so? Wird mir gleich sehen, egal. Okay. Muss ich umdrehen? Schlauerweise wäre ich jetzt einen anderen Weg gegangen. Vielleicht kann ich den ja hier umdrehen. Da der keinen großen Überhang hat, sollte das eigentlich funktionieren. Damit ich hier nirgends an Ecke anstoße. Möglicherweise verliere ich einen Auflieger. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird so nichts. Jetzt habe ich mich hier in eine prekäre Lage versetzt. Wenn ich jetzt den LKW rammen würde, Alter. Halt hier vorne irgendwie drehen. Hier soll es zumindest machbar sein. Nicht zu hart einlenken. Gar nicht die Mauer schrammen. Das wäre es ja noch. Jetzt ein bisschen mehr nach rechts an die Wand. Wäre schon akzeptabel gewesen, habe ich gesehen. Aber ich versuche es ein bisschen gut zu machen, zumindest. 11 Minuten. Junge. Und jetzt kommt das Schwierigste vom Schwierigsten. Jetzt würde ich gerne zwischenspeichern. F5 und danke sehr. Schade, schade, ja, geht ja leider nicht. Das wird jetzt lustig. Den Holzauflieger von dort hinten wegzubekommen. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht. Ich meine, how? Diese. Du hast nicht mal Platz, um hier durchzukommen. Und der Auflieger steht ganz am Rand, was das Ganze noch mehr verschwerer. Was ja sonst schon schwierig genug wäre. How? Ich meine, muss ich jetzt hier wirklich 1000 Mal hin und her, oder was? Der Typ, der, sicher Mike, der den Auflieger hier hingestellt hat, ist beschissen. Oder wer diese Kisten hingestellt hat, ist doof. Einer von beiden ist auf jeden Fall nicht so der hellste. Ganz klein wenig vorwärts, vorwärts. Ha. Ich meine, wie soll man nicht, wie? Wie? Alter. Vor allem, ich kann mich hier bloß so bewegen, wie ich eigentlich
mehr vorwärts fahre. So wird das nichts werden. Entweder gibt er gar kein Gas oder gerade BÄM und dann richtig fast in die Wand hinein. Okay. Wir kommen der Sache näher. Wahrscheinlich fast 20 Minuten für diese Aufgabe am Schluss. Und da bin ich fast froh, dass das Lenkrad nur auf 800 eingestellt ist. Sonst hätte ich noch mehr zum Kurbeln. Das sieht zu knapp aus. Weil ich hier ja wirklich von Anschlag zu Anschlag kurbel. Aber jetzt sollte es, glaube ich, gehen. Für diese Aufgabe wird es bloß eine Folge schon geben. Alter. Vor allem wird es ja nicht besser. Hier rechts hat's Kisten. Links hat's einen Haufen Sand. Jetzt ja nicht zu schnell werden. Und nichts Falsches machen. Ich habe keine Lust, das nochmals zu machen. Wenn ich jetzt schon LKW dran denken diesmal. Ja, 15 Minuten an dieser Aufgabe. Nee. Ja, wo muss jetzt der nochmals hin? Eigentlich doch hier drüben. Ja, doch, genau. Das war schon zu viel des Guten wieder. Wenn ich es jetzt verkacke, bei der letzten Kleinigkeit, dann fress ich den Besen. Darauf könnt ihr wetten. Langsam tut mir auch ein bisschen mein Fuß weh, weil ich die ganze Zeit für das Rückwärtsfahren auf die Bremse treten muss, die nicht gerade leicht eingestellt ist, was der Härtegrad angeht. Aber ich glaube, wir schaffen's. Zwar in Bronze, aber ganz ehrlich, I don't care. Hauptsache geschafft. Wenn ich am Schluss irgendwie 10 Auflieger umparken muss, dann wirklich nein, danke. Also 17 Minuten für diese Aufgabe. Jo, das wird bloß eine Folge aus dieser Aufgabe. Das ist gerade mal die zweite Bonusaufgabe von 6. Willst du mich verarschen?